Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 ist in der Nacht auf den Dienstag ein 69-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Laut der Kantonspolizei Zürich ist der Lenker kurz vor der Verzweigung Limmatal offenbar unbremst von hinten in einen Lastwagen getatscht und dann mit seinem Wagen über mehrere Spuren an die Mittelleitplanke und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Trotz dem Grosseinsatz der Rettungskräfte ist der Mann noch auf der Unfallstelle verstorben. Der Fahrer vom Lastwagen ist unverletzt geblieben. Warum es genau zu dieser Auffahrtkollision gekommen ist, wird von der Polizei untersucht. Der tragische Unfall hat sich bei geringem Verkehrsaufkommen kurz vor dem 1 am Morgen in Fahrtrichtung Zürich ereignet. Wegen der Bergungsarbeiten und der Spurensicherung ist die Autobahn zwischen der Ausfahrt Dietike und dem Hartturm in Fahrtrichtung Zürich während mehrerer Stunden gesperrt gewesen.